Ja, Hallöchen, Freunde! Willkommen zurück bei einem neuen Part von Let's Play Pokémon Gap, die Nuzlocke Challenge! Wir sind letztes Mal hier in der Siegestraße stehen geblieben, wo wir den starken Ausdauertrainer hier so richtig böse geprügelt haben. Unsere Pokémon schlafen, sind verletzt und müde. Deswegen schlage ich vor, wir gehen jetzt zuallererst einmal ins Pokémon Center. Das muss jetzt einfach sein, denn es bringt mir echt nichts, wenn all meine Pokémon geschwächt sind. So, dann halt noch Pflanzinator auf ersten Platz bringen, damit wir den in diesem Part nah an Level 50 hochkriegen, wenn nicht sogar höher als Level 50. In den Videokommentaren hat mir eine treue Zuschauerin geschrieben, bei Lorelei muss ich aufpassen, da ihr nettes Wasser-Pokémon Yugong und so auch Eisattacken drauf hat und das meinen Pflanzinator übelst wegfisten könnte. Da mir das jetzt richtig viel Angst macht, es macht mir wirklich Angst, und ich quasi nicht wirklich eine richtig gute Verteidigung habe, würde ich sagen, dass wir Beauty womöglich auf Level 70 hochtrainieren, damit der halt unser Frontmann wird. So. Jetzt können wir uns mal wieder ein bisschen durch die Höhle rumtrollen. Mein Gott, ich hasse diese Scheißhöhle. Wieso können die das nicht einfach so umbauen, dass jedes Mal, wenn du wieder reinkommst, dass die Felsen alle schon richtig stehen? Das würde mir so Unmengen an Zeit ersparen. Das Einzige, was sie vielleicht konstant erneuern könnten, das wären die Trainer. Denn es sind eigentlich die, die am meisten Erfahrungspunkte geben. Und es ist halt scheiße, wenn man jedes einzelne Mal einfach nur random Pokémon begegnen muss, um zu level upen, ne? Dün. Ein kleiner Stein. Es war ein kleiner Stein. Level 49. Glückwunsch, Pflanzinator. Ach, Leute. Was haltet ihr überhaupt von dem Schluss jetzt hier? Wie fandet ihr die gelbe Edition bisher? Ich muss sagen, sie war jetzt echt atemberaubend geil. Nur am Ende dieses viele Rumgerätsel und auf einmal diese überstarken Pokémon, das finde ich doch ein bisschen scheiße, wenn ich ehrlich bin. Wieso? Die Siegestraße ist sehr schwer zu meistern. Oh, ein Pantimos. Ich gebe dem einfach mal Gift. Oh, er ist gegen Spezialattacken immun. Dann kriegt er eben Rankenhieb. Und nochmal Rankenhieb. Ha! Wieso hat er keine Psychokinese gegen mich eingesetzt? Psychokinese wäre 10-mal effektiver gewesen. Einige Trainer auf der Siegestraße sind so dumm. Die meisten sind ja eine richtig Hardcore-Herausforderung und machen auch so richtig viel derbe Schaden. Aber einige sind einfach nur dumm. Ich meine, was soll das? Wieso geben die mir tatsächlich keine Psychokinese, wenn sie es drauf haben? Wenn ich ein Pokémon hätte, das Psychokinese könnte, ich würde konstant nur Psychokinese einsetzen. Naja, unser Butterfly, der hätte das ja lernen können. Och Gott, ich hab rumgefällt. Unser Butterfly hätte das ja lernen können. Jedoch hat er es nicht wegen meiner Inkompetenz und der ist leider gestorben. Tja. Dummer Chris, sagt man dann wohl. Oh, fick dich, Golbat. Oh, fick dich, Maschok. So. So, jetzt. Ja, okay, hier. Wieder ein Golbat. So, welchen Weg haben wir jetzt geöffnet? Oh, mein Gott. Der hätte jetzt Explosion einsetzen können. Und die Explosion hätte uns wahrscheinlich in den Tod gerissen. Oh, GZ, 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 Pflanzinator. Kleinstein. 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 Ach Gott. Oh, ein Onix.
756 Erfahrungspunkte. Georok gibt mehr Erfahrungspunkte als ein Onyx. Okay. Damit kann ich leben. Nur Auserwählte dürfen passieren. Kingler, Rasierhiebe und weg damit. Tentoxa ebenfalls. Wow. Tentoxa hat's überlebt. Ist trotzdem gestorben. Und Tuchtok. Auch. Wow, das wäre der, der Trainer war so easy. GZ-Pflanzinator. Ich fasse es nicht. Ich hab verloren. Ja, gegen einen overpowerten Pflanzinator-Bitch. Knofenser! Geil, ein Knofenser! Ich würde sagen, gegen Knofenser nehmen wir Evolution mit Feuerwirbel. Gegen Knofenser nehmen wir Federvieh. Für Ultrigaria nehmen wir auch Federvieh. Und für Sachsenia ebenfalls. Mein Gott, wieso waren die so stark? Echt mal, das wäre ja abnormal. Ich denke mal, das war richtig. Prassler, setz Stärke ein. Wieder ein Kleinstein. Wo sind wir jetzt? Oh. Hey, wir sind draußen. Wir haben es geschafft. Wir haben die Siegestraße geschafft. Oh, ist klar. Jetzt noch ein Labyrinth. Ganz zum Schluss noch ein Labyrinth, damit ich mich richtig aufregen kann, ne? Ja, so. Oh. Das große Ziel aller Trailer, die Pokémon-Liga. Was soll der Scheiß? Ehrlich, wieso ist hier ein Labyrinth? Ey, Bitch, please! Okay. Ey, die Farbe hat geändert! Ja, Indigo Plateau, das macht Sinn. Oh mein Gott, ich könnte jetzt eigentlich reingehen. Oh mein Gott. Oh, Scheiße. Ja, bevor ich mich jetzt der Herausforderung stelle, level ich. Ich muss jetzt erst trainieren. Oh, ey, das geht nicht. Ich kann mich jetzt noch nicht den Top 4 stellen. Die müssen alle mindestens Level 60 sein, außer Prassler. Sonst fürchte ich, werde ich echt keine Chance gegen die haben. Ein Golbat! Ja, gegen Golbat möchte ich auch gerne kämpfen, aber das ist eher so ein Pokémon, wenn ich unser Federvieh levele. Wow! Starkes Georok. Wenn du an mir vorbeikommst, kannst du zu den Top 4 gehen. Glutexo! Na, da ist doch willkommenes Fressen für Gopher! Lapras! Willkommenes Fressen für Pflanzinator! Schlupf, dann nehmen wir Federvieh mit Borschnabel. Okay, da ist Lavados. Lavados, ja. Lavados, hoi! Was soll ich gegen Lavados machen? Ernsthaft? Gegen Lavados könnte ich kämpfen, aber ich will's fangen nachher. Ich will nachher auch alle irgendwie fangen vielleicht. Ja, wie gesagt, gegen Golbat habe ich nicht so viel Chance. Mein Gott, das wird so krank schwierig. Mein Gott, vor allem Lorelei wird schwierig. So, jetzt trainiere ich ein bisschen Federvieh. Ja, gegen solche Pokémon brauche ich echt nicht zu kämpfen mit Federvieh. Alter, wieso kommt jetzt kein Mashok mehr? Verarsche, das ist Verarsche, das ist Verarsche. Wollt ihr mich alle verarschen? Ihr seid dumme Wichser, ihr seid dumme Wichser. Was soll dieser dumme Scheiß? Ey, wieso kommen jetzt nur Georoks? Und so. Mensch. Ja, ey. Hallo?
Oh nein! Ach, endlich ein Maschok. Ja, wo trainiert man seine Pokémon? Vor der Pokémon-Liga. Die schaffen alle keine Gesteins-Pokémon. Oh, Spiegeltrick, das war Epic-Fail. Oh, Leute. Ich könnte ja eigentlich auch offscreen leveln. Aber, Moment, wisst ihr was, Leute? Ich lasse euch abstimmen. Ihr stimmt jetzt einfach ab. Ich kann mir echt den Tag Zeit nehmen, einfach den ganzen Tag von morgens bis abends nur leveln. Und und dann euch Level 70 Pokémon zeigen, wenn ihr möchtet. Wenn ihr dagegen seid, müsst ihr es nur sagen und ich werde mich dann anpassen. Es liegt also an euch. Wenn ihr wollt, dass ich offscreen levele und euch deswegen das ganze Gepixele hier erspare, dann werde ich das gerne machen. Das ist kein Problem für mich. Das ist echt überhaupt kein Problem. Ich kann das gerne machen. Das erspart mir viel Arbeit und viel dummes Gelabere, was eh keine Sau interessiert. Und ja. Wow, aber so ein Golbat gibt viel EP. Richtig viel EP. Oh, Leute. Leute. Leute! Ja, Golbat. Wisst ihr was, Leute? Ich gehe jetzt woanders hin trainieren. Und zwar werde ich zur Zinnoberinsel trainieren gehen. Da kann man ja auch einigermaßen gut trainieren. Ja, meine Pokémon sind ja topfit. So, hier gibt's wenigstens mehr EP, auch wenn's die EP halt knapper verteilt sind als. Egal, hier gibt's wenigstens mehr EP als auf der Siegestraße für Federvieh. Viel mehr EP. Dann würde ich den wenigstens im nächsten Part stolzerweise auf Level 50 haben. Oh, Federvieh werd ich sowieso brauchen wegen Fliegen. Fliegen ist immer gut. Vor allem, weil Bruno ist ja auch in diesem Spiel mit drin. Und Bruno hat, soweit ich jetzt weiß, nur Kampf-Pokémon und Flug-Pokémon zerficken Kampf-Pokémon. Dann hätten wir noch Pokémon des Typ Geistes, wo ich einfach, wenn ich ehrlich bin, radikal auf meinen Beauty setzen werde mit Surfer. Und dann gibt's noch halt den Drachentrainer Siegfried. Bei Siegfried, boah, ich bin ehrlich zu euch, da werde ich echt auf Beauty, da werde ich alles auf Beauty setzen, alles. Beauty muss das regeln dort. Das heißt, das muss jedes Mal ein One-Hit werden gegen seinen Drachen-Pokémon, denn die werden böse, böse, böse zerbersten. Und dann, last but not least, der Champ. Und der Champ hat sehr starke Pokémon. Pokémon, die man echt nicht unterschätzen sollte. Und gegen welche ich wirklich besser hätte, wenn mein ganzes Team topfit sein würde am Ende. Ja, und ohne Tränke ist es sehr schwierig, topfit beim Champ nachher zu stehen. Da können meine Pokémon alle gelevelt sein, so viel sie wollen. Der Champ wird trotzdem eine richtig harte Nuss werden. Einige, die meisten von euch wissen, wer der Champ ist. Also ich mach euch echt nichts vor. Der Champ ist. Nein, ich darf es einfach nicht sagen. Wenn ich es sage, dann spoilere ich die, die das Spiel zum allerersten Mal sehen. Es gibt bestimmt einige meiner Zuschauer, die das Spiel noch nie gespielt oder gesehen haben. Aber gut. Und noch was, zur Wochenschau, das kann ich jetzt auch in die. Ach nein, das sage ich in einem Infovideo, das mache ich nicht in dem Video hier, ne, ne, ne. Welches Pokémon-Spiel. Ja. Ich habe den Faden verloren. Ich bin scheiß Noob. Oh, seriously. Vergiftet der Hurensohn uns. Oh. Dann halt eben nochmal ins Pokémon Center. Und dann schauen wir mal.
Federvieh Level. Level 50 sollte eigentlich fast schon reichen für Bruno. Obwohl, den hätte ich hätte sie einfach alle lieber gerne auf Maximal Level 100 und so. Das, dann könnte ich die, dann, ja, dann wäre es echt keine Herausforderung mehr, aber trotzdem. Oh, ich hätte die aber schon echt gerne alle so weit wie möglich in die Level 60 und so. Am liebsten Level 50. Am liebsten Level 70 ja schon fast. Ein Fukano! Ein Fukano wäre so nice gewesen. Darauf, über so ein Fukano hätte ich mich echt sehr gefreut, wenn ich so eins fangen, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, so eins zu fangen. Aber gut, es sollte halt nicht sein. Gibt da noch andere geile Pokémon, vor allem welche, die ich auch noch im Team habe, wie zum Beispiel das Digda. Digda ist ein sehr geiles Pokémon. Und nicht nur Digda ist geil, auch Federvieh selbst ist auch ein sehr starkes Pokémon. Und unser Pflanzinator, den darf man echt nicht vergessen. Und unser Feurer, Flamara, Feurer. Ja, Final Fantasy Modus. Ich hatte auch irgendwie mal gedacht, vielleicht eine Final Fantasy zu Let's Playen. Ich weiß nicht, wie ihr drauf steht, aber sag mal so, Final Fantasy würde ich echt gerne mal Let's Playen, auch wenn es sehr lange Spiele sind, sehr große Spiele. Aber ich hatte da schon echt ein geiles Final Fantasy im Kopf, so das Konzeptspiel Final Fantasy 5. Final Fantasy 5 ist mein Lieblings-Let's, also Lieblings-Final Fantasy. Ich würde es echt gerne mal Let's Playen. Ich kenne auch sehr viel vom Spiel, kann auch sehr viel erklären und ja, ist ja auch vielleicht mal irgendwann machbar. Vielleicht nach den geplanten Projekten. Übrigens, auf der Liste stehen mittlerweile Persona. Also ein Rollenspiel, das vielleicht etwas länger dauert. Persona. Monster Hunter sowieso. Wie gesagt, wenn alles beendet ist, statisch Monster Hunter. Persona. Und Mist, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ich könnte die Liste jetzt öffnen, aber ich leg mir diese für ein Infovideo bereit. Damit ihr auch alle genau wisst, was jetzt kommt. Also was demnächst kommt. Es ist nämlich nicht mehr viel, ne? Pokémon Gelb ist quasi beendet. Pandoras Tower werde ich versuchen, an diesem Wochenende sauber zu beenden. Morgen kommt sowieso ein neuer Part Pandoras Tower. Dann würde jetzt noch Animal Crossing ist dann noch am Laufen und Penumbra. Zu Penumbra, oh, ich bin einfach zu faul. Ich habe zu viel Angst und zu faul, um das weiter zu spielen. Aber ich werde es noch machen. Keine Angst, Leute. Ich werde das Spiel noch durchspielen. Da braucht ihr euch echt keine Sorgen zu machen. Ja. Oh, jetzt sollte. Komm, jetzt müsstest du aber gleich Level 20, 50 sein. Oh, geil. Jetzt kann ich endlich das Pokémon wechseln. Welches fehlt jetzt noch? Ein Moment, lol. Das einzige Pokémon, was jetzt noch fehlt, ist Evolution. Oh, Evolution wird auch schwierig jetzt zu trainieren. Ja, jetzt ist schon Level 40. Ach. Ich würde mich so sehr drüber freuen, wenn Evolution so eine Attacke wie Flammenwurf lernen würde. Das wäre brutal geil. Vor allem gegen Lorelei wäre das so richtig overpowered cool. Ich könnte es Flamara eigentlich sofort beibringen. Die Attacke kostet, die kann man sogar kaufen, die Attacke im Einkaufszentrum. Aber das verstößt gegen die Nuzlocke-Challenge. Deswegen darf ich es leider nicht machen. Ey, was am behindertsten eigentlich ist, ist, dass Evolution keinen Schaden macht im Moment. Im Moment ist das Pokémon sehr, sehr schwach. Das ist das Schwächste eigentlich, nach Prassler. Federvieh, regle du den Rest. Deswegen werde ich den auch wohl des Öfteren heilen müssen.
Naja, Leute, ich würde trotzdem sagen, wir beenden den Part jetzt hier. Ich sage euch mal, danke fürs Zusehen und stimmt bitte ab, ob ich die Pokémon jetzt offscreen trainieren soll oder onscreen. Ihr entscheidet. Bis dann, sage ich mal, zum nächsten Part. Euer Rice Let's Play. Macht's gut und stay Pokémon gelb. Bis dann, Leute. Ciao.